Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und einen wunderschönen guten Mittag hier, 13.30 Uhr, heute am 15. Juli 2019. Ja, wir begrüßen gleich Matthias Walter. Matthias Walter ist von der Friedensbaumstiftung. Wir haben uns ja persönlich getroffen in Blumau in der wunderschönen Jahrhunderttherme. Und dort war ja das internationale Treff der Waisenräte der Indianer. Ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Woche, und heute werden wir eine Art Sondersendung machen. Matthias Walter hat einen Gast da. Heute steht im Sendeplan: Mit den Mamus sind zwei Vertreter der Hüter des Herzens von Mutter Erde am Montag bei der Friedensbaumstiftung zu Gast und geben bei der Gelegenheit ein Interview mit der Essenz aus der Hilf Mutter Erde Woche und ihrer Botschaft an die Menschheit. Zur Vorbereitung empfehlen wir den achtfach mit internationalen Film- und Friedenspreisen ausgezeichneten Kurzfilm Die Mamus und Die Bäume des Friedens anzusehen. Mehr findet ihr dann auf der Homepage, da haben wir einen Artikel geschrieben und auch den YouTube-Link dazu. Und ich freue mich jetzt, dass er bei uns ist, Matthias Walter. Ja, die Friedenswoche Hilf Mutter Erde im Blumau ist zu Ende. Das heißt aber, der Weg geht weiter. Natürlich, du bist ja der, der die Friedensbaumstiftung ins Land gerufen hast. Und du hast heute einen Gast da. Und ich freue mich jetzt, von dir zu hören für die nächsten 45 Minuten. Dein Mikrofon. Ja, vielen Dank, lieber Klaus. Schön, dass es geklappt hat. Wieder mal so spontan, dass wir so spontane Aktionen mit euch machen können. Denn das war gar nicht vorgesehen, dass die beiden Mamos zu uns kommen. Das war, hat sich alles über das Leben, auch hat es geträumt. Und sie haben den Ruf sofort vernommen und sind dann zu uns hergekommen, eben weil bei unserem Platz eben der Mutterbaum steht, der Mutterfriedensbaum, mit dem wir alle Bäume weltweit verbinden. Und darüber ist quasi, das ist ein Knotennetzwerkpunkt für alle Friedensbäume. Und da sind die Mamos jetzt gerade noch oben gewesen und haben dort eine Zeremonie gemacht, damit das Netzwerk eben sehr kraftvoll bleiben kann. Und wir waren eben gestern oben bei unserem Friedensbaum, beziehungsweise vorgestern, da hatten wir Hochzeitstag und wir hatten da oben auch geheiratet und waren also jetzt länger nicht mehr oben, weil wir ganz viel unterwegs waren eben. Und es ist also eine wunderbar kräftige Linde jetzt schon geworden, mit einem ganz dicken Stamm. Und es kommt sogar noch ein zweiter Baum aus der Linde heraus. Also das ist wirklich wunderschön. Und ich freue mich jetzt insbesondere eben auch, weil die Mamos uns bei dem Treffen von Hilfmutter Erde eine ganz schöne Essenz gegeben haben, was für sie eben aus dem Treffen hervorgegangen ist. Und ja, freue mich schon, wenn wir die eben einem größeren Publikum über Okitalk eben auch, ja, mehr Zuhörer erreichen können und sie eben auch mit ihrer Botschaft aus dem Herzen der Mutter Erde, so wie sie sagen und wie sie eben auch ihre Hüterschaft beschreiben. Also ein ganz spannendes Ur-Naturvolk aus Kolumbien in der Sierra Nevada, und sie haben eben zwei Vertreter geschickt. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich selber eben einen Traum hatte. Der Film, den du ja wunderschön beschrieben hast, den vielleicht jetzt dann auch einige im Vorfeld schon gesehen haben oder jetzt auch im Nachfeld, den haben wir auf YouTube freigegeben, eben Die Mamos und die Bäume des Friedens. Und der ist 2014 entstanden und dann 2015 rausgekommen. Und ja, ich hatte eben den Traum, dass, wenn wir es schaffen, die Friedensbaumvision so lange aufrechtzuerhalten, bis wir auf die nächste Generation der Mamos treffen, dann haben wir es geschafft. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, dass jetzt die jüngere Generation der Mamos bei uns sogar jetzt hier am Platz ist. Also damit hat man gar nicht mehr gerechnet. Und wir eben jetzt am kommenden Samstag, am 20. Juli, in Königsfeld, das ist da im Schwäbischen, auch gemeinsam nochmal mit ihnen einen Friedensbaum pflanzen werden. Und da wird man auch die Hörer, die da einen Herzensruf spüren, eine Resonanz bekommen in ihrem Herzen,
sollten wir da ganz herzlich dazu einladen. Ja, super, das klingt erstmal ganz, ganz, ganz toll. Du bist ja der Initiator von den Friedensbaumstiftungen und du hast schon viele Friedensbäume schon gepflanzt, unter anderem jetzt auch Österreich. Ist Europa schon komplett vertreten? Mal die Frage. Nee, also da haben wir noch ganz viel zu tun. Und es ist klar, wir sind ja auch nur eine kleine Familie mit zwei kleinen Kindern und sind da eh schon ganz viel unterwegs und das auch alles ehrenamtlich. Wir sind immer froh, wenn die Kosten einigermaßen getragen werden. Und von daher sind wir auch immer noch auf ja, Unterstützung angewiesen, weil wir haben eben nicht jetzt ein reiches Erbe, mit dem wir das alles gemacht haben, sozusagen, sondern das köchelt alles auf ganz kleiner Flamme noch bei uns, obwohl wir eben schon ein weltweites Netzwerk gepflanzt haben. Und jetzt ist es eben so geplant, weil wir gemerkt haben, okay, diese Ursprungsvision, die wir damals im Heiligen Sonnentanz bei den Indianern bekommen haben, eben dass ganz viele Bäume im Sinne dieses Friedens und weltweit gepflanzt werden. Das ist also nichts, was wir selber wappen können, sozusagen, sondern es braucht da ganz viele Menschen, die ja, die dazu helfen und dazu pflanzen jetzt eben auch. Und da sind wir gerade in den Endzügen der Gestaltung eines Pflanzbooklets, also wie pflanze ich einen Friedensbaum, wo wir da den roten Faden geben, sodass jetzt bald jeder, der reinen Herzens ist und da einen Herzensruf spürt, gerne diesem Friedensbaumnetzwerk zupflanzen kann, sodass wir es noch viel schneller schaffen, dass dann ganz Europa und auf der ganzen Welt eben da dieses Friedensbaumnetzwerk dann entsteht und auch sichtbar wird, wenn die Leute uns dann immer die Rückmeldung geben, wo sie gepflanzt haben, das in die weltweite Landkarte dann eben ein. Ja, jetzt hattest du gerade einen ganz kurzen Aussetzer. Du bist mit dem WLAN unterwegs, wir entschuldigen das, aber es ist so im Ganzen schon gut rübergekommen. Du hast heute noch Gäste bei dir. Wo sind denn die? Sind die bald auf dem Weg zu dir? Mal die Frage. Nee, also die sind schon da, aber die Mamas haben eben ihren eigenen Zeitplan und jetzt kommen sie schon um die Ecke. Also what a timing. Also das zum Thema eigener Zeitplan. Die waren jetzt gerade noch oben am Friedensbaum, haben da eine Zeremonie gemacht und eine Einstimmung gemacht und haben sich in dieses Netzwerk eingefühlt und haben da auf ihre Art eben ihre ganz besonderen Zeremonien gemacht. Wir machen nachher nochmal eine und sie kommen jetzt gerade in mein Büro rein. Also herzlich willkommen an unsere beiden Mamas, Ricardo und Guinea. Ja, ein Hallo sage ich auch von meiner Seite aus und ich freue mich auf dein Interview. Und wir sind ganz Ohr. Ja, bis gleich. Ja, also Sie kommen jetzt gerade rein und Sie sprechen natürlich nur Ihre Sprache und dann eben Spanisch. Und wir haben aber einen Übersetzer dabei, den Anciano Pascal, der unsere Friedensbaumstiftung in Südamerika eben vertritt. Und der wird eben die Übersetzung übernehmen und ich werde das Ganze so ein bisschen moderieren, damit wir dann auch in den 40 verbleibenden Minuten da eben ganz gut diese Essenz rüberbringen können. Wunderbar. Und wenn es ein paar Minuten länger wird oder kürzer wird, nehmt euch die Zeit. Es soll sich rund anfühlen für die Zuhörer. Wir dürfen heute überziehen. Und wenn es so notwendig ist, dann natürlich gerne. Ja, eine Übersetzung, ihr habt gehört, es wird übersetzt. Freuen wir uns auf das Gespräch. Genau, Paul, magst du es nochmal wiederholen? Mein Spanisch ist auch nicht perfekt. Hallo? Ja, hallo. Ein bisschen näher ans Mikrofon für den Übersetzer wäre schön. Bitten noch um Geduld, es geht gleich los. Noch hören wir nichts. Sie sind wohl am Positionieren der Sitzplätze, damit man auch einigermaßen den Ton hier nachher gut versteht. Und ich hoffe jetzt, dass der Matthias das Mikrofon freischaltet. Ja, genau.
Ja, hallo, liebe Hörergemeinde. Mein Name ist Anziano Casal und ich lebe in Kolumbien. Ein bisschen näher ans Mikrofon, bitte. Du bist einfach zu leise. Es ist zu leise. Also gut. Okay. Du musst laut besser? Sprechen. Ja, so ist besser. So ist besser. Also gut. Okay, mein Name ist Anziano Casal. Ich lebe in Kolumbien und arbeite mit vielen der indigenen Bevölkerung Kolumbiens zusammen, auch ehrenamtlich an der Nationaluniversität in Bogotá und vertrete in Lateinamerika, wie Matthias schon gesagt hat, die Friedensbaumstiftung. Und wir waren in Österreich auf dem Ältestentreffen dieses Jahr eingeladen, um auch über die Erhöhung des Bewusstseins der Menschheit für unsere Mutter Erde zu sprechen. Und da waren die beiden Mamas der Sierra Nevada, de Santa Marta und des Volkes der Arhuaco dazu eingeladen. Und ich danke Matthias, dass wir die Möglichkeit haben, hier mit euch zu sprechen und ja, warten, welche Fragen oder in welcher Form das Interview stattfindet. Genau, dann würde ich mich einfach jetzt mal einschalten als Moderator und einfach die Fragen stellen, die mir auch auf dem Herzen brennen. Ich weiß die Antworten schon, aber es geht eben hauptsächlich darum, dass das die Zuschauer hören oder die Zuhörer hören. Genau. Und zunächst mal wäre die Frage eben aus der Essenz des Treffens heraus, kam eine ganz schöne Botschaft eben von den Namos, wie sie eben das Treffen dort empfunden haben, in dieser wunderschönen 100-Wasser-Therme, wo wir gemeinsam mit allen Ältesten und Erdenvölkervertretern eine Woche zusammen hatten. Genau, wie die Essenz für sie war und was sie daraus mitgenommen haben für sich selber, für ihr Volk und für ja, das weitere Existieren der Menschheit auf Mutter Erde. Matthias, diese G ist der Essenz der Nosotros Semana in Austria, in Bad Lomo. Der Kleinbefugnis von des Ancianos, Para Usted, Kikiren Usted, Sie Ablach, Sie in La Sierra, Sopra la Esencia, Para la Madre, Para la Madre, Para la Humanidad, Para la Humanidad. Para nuestro pueblo. Okay, eso es, es ist der Moment, Mama Gunay. Für uns war dieses Zusammentreffen des Gesprächskreises der Ältesten bezeichnet die Vereinigung des Bewusstseins unserer Erde. Und das ist die Botschaft unserer Ahnen. Um die Kräfte zu vereinen, für die Achtung und Achthabung für unsere Mutter Erde. Dass wir zurückkehren zu unseren Wurzeln des Bewusstseins und der Bewusstheit. Und alle Völker dieser Erde sind Geschwister, sind Brüder und Schwestern. Danke. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Genau, einfach die Taste gedrückt halten. Und so lange sind wir auf Sendung. Ansonsten übergeben wir dann später wieder an den Klaus eben. Und Sie hatten gesagt, eben bei dem Treffen oder im Anschluss dann nach der Friedensbaumpflanzung eben, wir haben uns alle gefragt, ja okay, was bewirkt das, was wir hier zusammen machen? Also wir haben eine große Erdheilungszeremonie gemacht und wir haben dann eben im Anschluss dann einen Friedensbaum gepflanzt
Und wir haben uns alle gefragt, okay, ab dem Zeitpunkt jetzt von hier aus gesehen, von dem Treffen in 10 Jahren, wie wird dann die Welt aussehen, beziehungsweise was kann der Mensch machen, jetzt auch da draußen vielleicht direkt, weil das ist ja immer die große Frage für uns, ja, was können wir bewirken in der Welt, damit sie ein Stück besser wird? Und das wäre jetzt eben auch meine Frage an Sie. Also was kann der einzelne Mensch machen? Was können wir gemeinsam als Menschheit machen, damit es Mutter Erde besser gehen kann? La pregunta de Matías es qué puede hacer de cada uno de nosotros humanos para la sanación de la madre y que nosotros humanos vivieron muchos ciclos más. ¿Y qué es posible y cómo es posible para hacer tal vez talleres o ejercicios también espirituales de los pueblos del mundo? Muchas gracias, Matías. Ok, un momento, sprich jetzt Mano Ricardo. Hemos llegado a este lado de nuestro modo de tierra. Wir sind gekommen aus dem Teil der Erde. Para conocer esa esencia de lo que significa el ser humano. Um die Essenz des Menschseins kennenzulernen. In der Zeit, in der wir gekommen sind. Und das bisschen, was wir kennenlernen durften. Sind wir sicher, dass wir am großen Tor des Bewusstseins oder des der Bewusstheit oder zu mehr Bewusstheit stehen. Podemos hacer lo que debemos hacer es siempre estar con la madre. Und das, was wir tun können, ist immer mit unserer Mutter zu sein, mit unserer Mutter Erde. Entendiendo sus mensajes, ihre Botschaften zu verstehen, manifestado en muchas de las formas a nivel mundial, die manifestiert sind an vielen Orten der Erde. Gratitud, Dankbarkeit, Necesidad, Notwendigkeit, y una de los agradecimientos más importantes es reconocer. Und das Wichtigste neben der Dankbarkeit ist das Wiederfinden und der Erinnerung. La ley natural. Und das Gesetz der Natur oder die Gesetze der Natur. Que está, die hier sind. En nuestra madre tierra. In unserer Mutter Erde. La iluminación de ella. Die, das Licht, ihr Licht, para actuar, das akut jetzt, como ella nos lo pide, dass wir um dieses Licht bitten. Danke. Y Mamo Gunay. Agradecer un poco el día a día a nuestra madre tierra. Dank zu sagen, dankbar zu sein, jeden Tag, Tag für Tag, für unsere Mutter Erde. Y recordar que somos parte de ella. Und dass wir uns immer erinnern, dass wir Teil dieser Erde sind. Volver a recordar también nuestra ley de origen. Dass wir zurückkehren an unser Ursprungsgesetz, also an das, an die Naturgesetze. Y pensar en el futuro de nuestras próximas generaciones. Und dass wir immer daran denken, an unsere zukünftigen Generationen.
Ja, vielen, vielen Dank an unsere Mamos. Und da wir ja eben auch ein interaktives Format hier haben, und da hast du die Übersicht, Klaus, möchte ich auch die Gelegenheit geben, für die Zuhörer eben Fragen zu stellen, wenn da welche sind. Ansonsten würde ich dann noch fortfahren. Also ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar gute Fragen im Petto. Aber ich wollte jetzt mal kurz an dich übergeben, lieber Klaus, falls da von der Zuhörerschaft Fragen wären an unsere beiden Mamos. Danke dir, Matthias Walter. Nein, im Moment gibt es keine Fragen. Ja, von meiner Seite aus ist immer erdrückend, wie die große Energiekugel, ich sag jetzt mal, die nicht so schöne weiße Seite der schlechteren Energien immer noch Herrschaft hat, weil wir ja viel TV schauen, ob er uns einen Tipp geben kann, um wieder im Einklang der Natur besser, schneller zu finden. Weil das ist ja ein Weg, wo man nicht in der Angst hereingeht. Und vielleicht gibt es von ein ganz einfacher Tipp, wie man schneller in der richtigen Energie eintauchen darf. Okay, la pregunta del moderador es... ¿Qué es posible más rápido regresar a la ley de origen o a la ley natural? Sí, porque hoy la gente escucha y ve muchísimas noticias en el televisor que la energía que es no mucho sana, sí, se sale. Sí, por ejemplo, a ver menos de televisión o nada de televisión o cambian de las noticias, no sé. Creo que es un poco más de tomar conciencia con nuestros actos hacia la madre. Genau, glaubt, mehr Bewusstsein bedarf, was wir im Fernsehen schauen und was unsere Erde benötigt. Cambiar nuestra forma de vivir y salir a escuchar un poco el viento y el tiempo. Und nicht mehr drinnen zu sein und Fernsehen zu hören, sondern mehr draußen zu sein, um unsere Mutter zu hören, den Wind, den Regen und anderes. Tener el tiempo de poder escuchar el aire, abrazar un árbol. Zeit zu haben, der Luft zuzuhören, einen Baum zu umarmen. Abrazar al que está al lado nuestro. Zu umarmen, der immer an unserer Seite ist. Eso permite que la humanidad regrese más a su estado de ley natural. Das erlaubt den Menschen näher an die Naturgesetz, an das Gesetz der Natur wiederzukommen. La cual viene de la ley de origen, que es que el ser humano hace parte de nuestra madre. So dass wir das Gesetz des Ursprungs wieder sein können, Teil unserer Mutter Erde. Dass wir uns erinnern, auszuruhen. Nos ha permitido desviar un poco en nuestro libre albedrío. Was uns erlaubt, wieder frei zu sein von Zwang. Donde primero hemos pensado en yo antes que en los demás. Und denkt, nichts mehr ist notwendig. Esa capacidad del yo la hemos desarrollado tanto. Wenn wir diese Kapazität weiterentwickeln, donde ahora podemos mutar. Wo wir im Moment mutiert sind. Y pensar en que yo puedo cambiar a los demás empezando por mí mismo. Und so dass wir denken an uns selbst im Sinne von selbst, nicht von Egoismus. Luego, ese poder ya poniendo ramas como un árbol. Diese Kraft bewirkt, dass wieder Arme entstehen, Äste entstehen, die den Baum unserer Mutter Erde wieder stark machen. Los amigos, und die Freunde nos conectan con nuestros enemigos.
die uns begegnen, sind unsere Freunde und wir verbinden uns mit ihnen. Ja, sehen wir sich die eine Nähe. Und es existieren nur Freunde. Danke. Ja, vielen Dank. Das spricht mir sowas von aus dem Herzen. Ja, wenn wir das all das ablegen können, diesen alten Mantel der Konkurrenz, der uns schon in unserer Kindheit angelegt wird sozusagen, oder auch diese Ketten der Trennung und du bist besser und ich schlechter und was weiß ich was alles. Und alle Menschen werden Brüder, hat mal ein weiser Mensch gesungen, und vielleicht gelingt es uns ja noch in diesem Leben, das zumindest für uns zu leben, weil es fängt ja bei jedem selbst an. Und da bin ich bei meiner nächsten Frage angelangt. Es ist gerade sehr stark spürbar, eben, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, dass eine Disbalance herrscht, auch die Eisberge schmilzen, der Klimawandel ist nicht mehr zu verleugnen, überall ist es zu sehen, an manchen Stellen der Erde wird es extrem heiß, an manchen gibt es eben schon Katastrophen durch diese Klimaverschiebungen. Gibt es etwas, was der Mensch tun kann, um das wieder auszubalancieren, vielleicht bei sich begonnen und darüber hinaus dann eben auch, was Sie eben von Ihrem Wissen teilen mögen, was wir tun können als Menschheit oder als einzelner Mensch, um da wieder eine Balance herzustellen? La pregunta de Matías es por el cambio del clima, y que una vez se cambian así, pues, en Norte, por ejemplo, en Finlandia, o más caliente en varios desiertos, y que es posible de cada uno, sí, para hacer más cuidado al clima, a la madre, en el consumismo. En este viaje. Auf dieser Reise, sagte Ricardo, Mama Ricardo. Estoy seguro que no es una coincidencia. Bin ich überzeugt, dass es nicht unmöglich ist, den Klimawandel zu verändern. De que la conciencia individual empieza. Weil das Bewusstsein jedes Einzelnen bedeutet, cuando siendo un vegetal en la madre, wenn ich eine Frucht, ein Gemüse der Erde entnehme, devolviendo cada uno de lo que le hemos quitado en su estado natural, dass wir zurückgeben in Dankbarkeit etwas an die Erde. Y ese espíritu que hemos encontrado, und diesen Geist, den wir finden, con Matías, wie Matthias, Anciano Pasal, ich, de ir enverdeciendo nuestro corazón, dass wir sind immer in unserem Herzen, para toda la madre, für die ganze Mutter Erde und alles auf Mutter Erde. Como llave, wie ein Schlüssel, de entrar en acción física, der in die Tür gesteckt wird und die Tür damit geöffnet werden kann. A nuestra madre la hemos saturado tanto de ambiciones. La hemos saturado, la hemos quemado tanto de nuestras ambiciones personales. Wenn wir unsere persönlichen Emotionen, die natürlich auch da sind, y hemos olvidado que ella es un ser
Und wenn wir damit vergessen, dass jeder ein Sein ist, ein Selbst ist, como nosotros, wie wir, hemos olvidado que tiene sentimientos y vida, haben wir Gefühl für das Leben generell. Oder auch fühlen wir das Leben generell. Somos culpables de que haya más calor en zonas donde antes el clima era más agradable. Wir sind mitschuld an den Dingen, die heißer oder an den Teilen der Erde, die heißer werden. Nuestra madre a esa temperatura la está tomando como para eliminar un anticuerpo. Und diese Temperaturen kommen, um ihren Körper auch zu reinigen. Es la forma de ella defenderse. Es ist ihre Form, sich zu verteidigen. De un virus. Oder einen Virus zu bekämpfen. Y en este caso somos nosotros. Und auf diese Art und Weise sind wir der Virus. Porque hemos olvidado nuestra esencia. Vergessen haben, unsere Essenz als Menschen, unser Gesetz der Natur. Ja, somos parte de ella. Dass wir Teil der Erde, dass wir Teil ihrer, der Mutter Erde sind. Que necesitamos retribuir espiritualmente. Wenn wir zurückkehren in dieses spirituelle, in dieses geistige Bewusstsein, por el sol, der Sonne, por el aire, der por Luft, el agua, der Wasser, y por cada elemento que tomamos. Und jedes Element, was wir ihr entnehmen. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist tatsächlich das, was ich bei allen Naturvölkern gelernt habe, diese tiefe Verehrung für Mutter Erde und immer in Dankbarkeit was zurückzugeben, was wir empfangen haben. Und ja, es ist natürlich auch so, dass die Menschen, die schon im Herzen leben, die diese Verbindung noch spüren zu diesem lebenden Organismus Mutter Erde, die würden sowas ja auch nie machen, sondern es sind ja eben hauptsächlich die wirtschaftlichen Interessen der Großkonzerne, die, wie wir jetzt wieder sehen mussten, ganz große Teile schon wieder von dem Regenwald abgeholzt haben. Da ist meine Frage immer, ja, wie kann man diese Menschen erreichen, die ja auch selber meistens nur Marionetten sind und die Dinge ausführen müssen, die wirtschaftlichen Zwänge sozusagen umsetzen müssen, in denen diese Firmen vielleicht auch sich selbst irgendwie hineinmanövriert haben. Also da die Essenz der Frage eben, wie kann man diese Großkonzerne erreichen oder die Menschen in den Großkonzernen mit unserer Botschaft und mit Ihrer Botschaft, haben Sie da auch eine Empfehlung? Danke, Matthias, für deine Frage. La pregunta de Matthias a usted es, ¿existe de usted pueblos una idea cómo es posible y tal cosa es posible encontrar los corazones entre las empresas multinacionales o la gente que son empleados de aquí, porque ellos son también más o menos como marionetas? Creo que no es encontrar el corazón de esa empresa, sino revisar nuestro corazón hacia él. Namukodai glaubt, es ist nicht wichtig, die Herzen der Gesellschaften zu erreichen, sondern das Herz jedes Einzelnen, dass sich das wandelt, für und mit unserer Erde wieder in Achtung umzugehen. Y ser un poco más consciente del impacto que dan. Und gewiss sein, mit dessen was entnommen wird. Porque esas grandes empresas existen gracias a que nosotros consumimos. Er sagt auch Danke an diese Großkonzerne, dass sie existieren, weil wir ja auch konsumieren. Por eso nosotros tenemos que tomar conciencia.
conciencia verdaderamente de que sí es necesario eso. Deswegen ist es wichtig, das Bewusstsein zu entwickeln, was wir konsumieren, in welcher Form wir konsumieren. ¿O qué necesitamos sinceramente para poder vivir en la vida? Oder dass wir wiederfinden, eine andere Form auf der Erde gut zu leben. Diese Frage hat jeder für sich zu stellen und für sich zu beantworten. Ob er Mutter Erde ausbeutet oder er nicht. Der Klimawandel. Es ist eine der Formen, die Leute, die viele dieser Personen ist entstanden, weil viele Herzen nicht verstanden haben, die Notwendigkeit in el ciclo de la naturaleza. Im Kreislauf der Erde zu leben, zu sein. Producir lo que necesitamos. Zu produzieren, was notwendig ist, was wir benötigen. Y el residuo no dejárselo a la madre, sino también hacernos responsables. Und die Verantwortung, ihr auch wieder etwas zu geben. Dass wir auch wieder Verantwortung übernehmen. Dieses Residuo ist de nosotros mismos. Das ist das Wiederfinden in uns, die Rechnung, die wir uns zu stellen haben. El impacto ambiental nos está diciendo. Und dann wird der Klimawandel sich reduzieren. Wunderschön, vielen Dank. Ich habe gesehen, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, auch zeitlich. Ich habe noch eine letzte Frage, weil da kann ich mich daran erinnern, dass Sie eben gesagt hatten, nach dem Elfmutter-Erde-Fest, dass eben, wenn jeder einen Baum pflanzen würde in der Art und Weise, wie wir das zusammen gemacht haben, eben mit den Friedensbäumen. Jeder Mensch, glaube ich, pro Jahr einen Baum pflanzen würde auf der Erde, dann würde die Welt in 10 Jahren ganz anders aussehen. Ob Sie dazu noch mal kurz in Ihren Worten dazu was sagen können, kann ich. Este es Feste de Siembra de Árbol de Paz en Pamplona, es Feste de la Ceremonia. Si cada persona siembra un árbol al año, en 10 años la madre es una otra. Y que usted decir unas frases más sobre este tema para el equilibrio para la madre. Ese es el corazón verde que necesita la madre tierra. Das grüne Herz, das unsere Mutter Erde benötigt. La vegetación. Die Vegetation. Es la vida de todos. Ist das Leben für alle und von allen. Somos alrededor de 8.000 millones de personas. Sind wir mehr als 8.000 Millionen. Okay, 8 Milliarden Menschen. Es una oportunidad de 8.000. Es ist eine Möglichkeit, 8 Milliarden Bäume. Árboles para nuestra madre, que será. Für unsere Mutter Erde. Un gran agradecimiento. Als große Dankbarkeit zu pflanzen. Una bendición. Aus Dankbarkeit und mit dem Gefühl der Gnade, dass unsere Söhne und unsere Kinder die Erde genießen können.
Ja, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss wollte ich Ihnen noch allgemein noch mal das Wort geben, einfach damit Sie die Möglichkeit nutzen können, vielleicht noch eine Botschaft zu geben oder das, was Ihnen vielleicht auch wichtig ist, oder vielleicht haben Sie auch einen Wunsch. Ja. Por último, Matthias, diese, que usted tiene, por ejemplo, una mensaje o tal vez un deseo para los seres humanos que usted aquí en esta radio pueden hablar. Mi deseo como el deseo de Mama Gunay als Mensch, independientemente de mi raza, color o definición de religión. Unabhängig von meiner Zugehörigkeit und Religion. Soy un hijo de la madre tierra. Bin ich ein Sohn, ein Kind unserer Mutter Erde. E invito, eingeladen, que cada uno de nosotros, dass jeder von uns tengamos un hijo, daran zu denken, dass wir Kinder sind con la madre. Unserer Mutter Erde. Que sembremos un árbol y lo cuidemos como nuestro hijo. Wenn wir pflanzen, wenn wir einen Baum pflanzen, im Andenken daran, dass wir Söhne der Erde sind oder Kinder der Erde. Que eso nos ayudará a crecer nuestra conciencia. Das hilft auch, unser Bewusstsein zu stärken. Y amar más a nosotros y amar a nuestra madre. Und unsere Erde mehr und mehr zu schützen für uns. Danke. Mi deseo es, der Wunsch von Mama Ricardo ist, que honremos cada espacio de nuestro medio vivir, dass wir Acht haben auf alles dort, wo wir wohnen, como debemos de honrarnos cada persona, dass jede Person sich bewusst ist. Y así sentir, ser consciente de nuestro bienestar. Dass wir fühlen, wann und dass es uns gut geht, wenn wir bewusst sind unserer Mutter Erde. Y también sentir el dolor. Und auch den Schmerz zu fühlen, que muchos en este momento están experimentando. Den viele unserer Mutter Erde zurzeit zufügen. Esa es la razón del ser humano. Das zu verändern ist, warum wir auf der Erde sind. La Madre Tierra nos está dando muchas oportunidades. Unsere Mutter Erde hat viele Möglichkeiten. Vendrán de ser ese ser. Uns zu sagen, ja, zu sein. Gracias. Danke. Ja, ich sage natürlich auch ein großes Dankeschön an Matthias Walter, dass das organisiert worden ist und vor allem an dieses Interview, was uns doch ein bisschen näher bringen sollte, wieder in Richtung Mutter Natur zu denken, zu fühlen, zu spüren. Und wie ich herausgenommen habe aus diesem Interview, unser Ego, Verstand ein bisschen gezielter, gesünder einzusetzen. Es geht nicht um den Materialismus, es geht um das, was uns angeboten wird, was wir miteinander teilen können, bewegen können, um zum Wohle der Menschen, der Tiere, der Natur, der Welt. Matthias Walter von der Friedensbaumstiftung und deinen Gästen, als Übersetzung sage ich auch ein großes Danke für den Übersetzer, ein Dankeschön. Matthias, eine gute Heimreise, wenn es wieder heimgeht, natürlich einen guten Flug. Wir haben noch einen Song hier raufgesetzt. Matthias, Dankeschön, ich gebe dir nochmal das Mikrofon. Ah, super, Klaus, dann hast du das richtig empfangen. Ich wollte eben noch zwei Einladungen aussprechen an alle Zuhörer, die jetzt ja vielleicht auch im Herzen berührt sind von auch dem, was zwischen den Worten von unseren Hütern des Herzens von Mutter Erde eben zu spüren ist. Und die eine Einladung ist jetzt für das
für den kommenden Samstag. Da gibt es eine Pflanzung im Schwäbischen, im Königsfeld. Ja, im Badischen. Im Badischen. Königsfeld im Schwarzwald. Königsfeld im Schwarzwald. Genau, wer dabei sein möchte, der schreibt mir gerne eine E-Mail an m.walter@friedensbaum.de. Und es wird im November eine Reise geben, voraussichtlich nach Kolumbien, eben zu den Mammos. Da können nur ein paar Leute mitfahren und wir möchten das auch als eine Art Charity-Reise machen, weil zu Beginn des Jahres hat es dort einen großen, schlimmen Flächenbrand gegeben, wo 200 Häuser und Hütten vernichtet wurden. Und das macht den Mammos ganz, ganz viel Schwierigkeiten. Auch viel Wald ist da verloren gegangen dabei bei diesem Großflächenbrand. Und da wollen wir eben dann auch die Häuser wieder mit aufbauen, auch mit Spenden. Also wer die Möglichkeit hat, halt eben da zu unterstützen oder vielleicht sogar mitkommen möchte auf die Reise, der kann sich gerne auch unter derselben E-Mail, also m.walter@friedensbaum.de, bei mir melden. Vielen, vielen Dank an alle, auch dir, lieber Klaus, für die Sendezeit und für deine Zeit und dass du das alles immer so wundervoll zur Verfügung stellst und natürlich an jeden einzelnen Zuhörer, dass ihr dabei wart. Herzensdank. Und jetzt zum Abschluss noch gebe ich nochmal das Wort an Anciano Passal, unseren Vertreter für Südamerika von Friedensbaum. Ja, Klaus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, uns die Möglichkeit zu geben, die Botschaft in die Welt zu tragen. Und wir freuen uns, dass es einen Sender gibt, der dies in unserem Sinne unterstützt. Und wir freuen uns, wenn einige Menschen physisch mitgehen könnten Ende Oktober, Anfang November in die Sierra. Und wir freuen uns für jeden Betrag oder auch Gegenstände, Hausgegenstände oder Webstühle und dergleichen, uns damit zu unterstützen, die Sierra ganz schnell zu dem zu machen, was sie ist und was sie bleibt. Danke. Danke auch an euch. Und das, was ihr tut in Zukunft, ist herzlichst willkommen auf okitalk.com, wenn ihr euer Internet vor Ort einrichten könnt und mal berichtet, was so passiert in der Welt. Bei euch freuen wir uns natürlich auch. Nun verabschieden wir uns. Hau, so sagt man, habe ich gehört. Und wir werden den letzten Song einspielen, den ersten und den letzten Song für diese Sendung. Das ist More Gain, Feed by Seum. Und da heißt es Vereinigung. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Heute ab 20 Uhr ist der Harald Thiers bei uns. Und da heißt es Der Kampf hinter den Kulissen. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Ab 20 Uhr wieder live. Bis dahin. Tschüss, Baba. Grüße hier aus Niederösterreich. Bis dahin.